Am 13. Mai 2015 verlieh Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hossek das Qualitätslabel Regional Educational Competence Center, kurz RECC, an 7 österreichische Bildungsinstitutionen. Im Zentrum stehen innovative Kooperationen zwischen Schulpraxis, Wissenschaft und Schulbehörde. Ich glaube, dass es eine wunderbare Brücke ist von der Theorie zur Praxis. Und als Bildungsministerin ist es mir ja besonders wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ja das Allermeiste vom Unterricht haben. Und wenn hier geforscht wird, wenn hier interprofessionell auch über alle Grenzen hinweg Projekte entwickelt werden, die die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Deutsch und Technik, quasi auf ein gutes Niveau heben in der Fachdidaktik auf der einen Seite, aber auch von den Inhalten her sehr lebenspraktisch versuchen, schwierige, komplexe Inhalte herunterzubrechen, dann waren das 7 Labels, die heute verliehen wurden, erstens nur zu Recht und zweitens, ich hoffe, dass es noch mehr werden. Hier passiert hervorragende Arbeit. Das Gütesiegel ging an Bildungsinstitutionen aus Tirol, Salzburg, Steiermark, Burgenland und Oberösterreich. Insgesamt gibt es nun 20 solcher fachdidaktischer Zentren in ganz Österreich. Fächerübergreifend hier Wissen zu vermitteln und das, vor allem das Wie begreifbar zu machen, wie was funktioniert, warum etwas so ist, das geben diese Projekte her und diese regionalen innovativen Entwicklungszentren, die sich hier herausbilden. Der gute Zusammenschluss von Universitäten, pädagogischen Hochschulen, anderen Institutionen, der Privatwirtschaft zum Teil, das dient den Schülerinnen und Schülern und da profitiere ich als Bildungsministerin sehr, nicht nur weil ich es fördern darf, sondern weil ich weiß, dass auch der Multiplikationseffekt ein großer ist. Das RECC-Label für Informatik und digitale Medien erhielten in Oberösterreich das Netzwerk, bestehend aus der privaten pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, der Johannes-Kepler-Universität Linz, der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, der FH Oberösterreich, der Education Group und dem Landesschulrat für Oberösterreich. Na, ich freue mich immer sehr über diesen ganz großen Zusammenschluss von oberösterreichischen Partnern, die diesem wichtigen Thema IT und neue Medien wirklich so einen großen Stellenwert einräumen. Und die Ziele sind ganz klar. Wir müssen den Stellenwert, wie gesagt, dieser Kulturtechnik, die es noch auszuprägen gilt, stärken. Und das gelingt niemandem besser als diesem breiten Spektrum an Partnern. Ziel wäre in den nächsten Jahren, sowohl in der Forschung als auch in der Ausfort- und Weiterbildung, hier ein führendes Bundesland zu werden. Und natürlich, dass die Dinge, die wir erforschen, die wir entwickeln, die Innovationen, dass die in den Schulen, in den Klassen, bei den Schülern ankommen. Die sind auf Augenhöhe zueinander und je mehr, desto besser. Ich habe auch ganz kleine Delegationen heute begrüßen dürfen und auszeichnen dürfen. Aber wenn in Oberösterreich dieser Zusammenschluss schon so großartig ist, dann sind die auch mit anderen Bundesländern vernetzt. Und das finde ich großartig eigentlich. Die Einreichungen der Institutionen wurden durch eine internationale Expertenjury begutachtet und für das Qualitätslabel als bestens geeignet bewertet.